It's Party Time. Herzlich willkommen zu einem neuen Part FIFA 19 und auch das erste Video seit Ewigkeiten. Warum, wieso, weshalb, das werde ich in einem anderen Video erklären. Ich mache heute mal ein kleines Pack Opening von meinem Division Rivals Belohnung und zeige mein Team von FIFA 19 und ich bin gespannt. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf mehr FIFA-Videos, egal welcher Form, ihr könnt ja gerne Vorschläge da lassen, ob das nur Ultimate Team ist oder auch von der Journey ein paar Videos, ein paar Gameplay-Videos. Und ja, da bin ich gespannt. Dann wähle ich mal die Belohnung aus. Ich nehme natürlich Option 2. War bei Division 3 bin ich angekommen. Weiter, komme momentan nicht großartig zum Zocken und deswegen nehme ich das. Bestätigen. Hier sieht man es nochmal. Und möchte auch ein bisschen über FIFA allgemein reden heute. Mein Eindruck. Und das natürlich. Und 65 Qualifikationspunkte. Das ist doch schon mal nice. So, dann gehen wir jetzt mal in den Shop. Also, öffnen wir einfach mal das erste Pack. Und schauen mal, ob da was gibt. Nur Rotz. Kann ich direkt skippen? Kann ich eigentlich alles so auf den Transfermarkt hauen? Fitness ist nice. Spielerverträge, die kann ich einfach auch mal auf dem Transfermarkt hauen. Heilung ist nicht schlecht, das behalten wir einfach mal ganz frech. Und dann noch eine Chemistyle. Und dann nehmen wir einfach mal das nächste Pack. Wieder Norwatz. Also es ist auf jeden Fall alles schlechter als das, was wir im Team haben. In meinen Teams. Ich zeige euch meine Teams dann gleich. Von ZM auf ZDM, das kann ich eigentlich auch. Das kann ich Schnellverkauf machen. So, und das Megaback. Bitte lass was Geiles drin sein. Bitte. Nicht der Ernst. Warum straft ihr mich so, EA? Also die Packs. Ohne Scheiß. Mit Abstand in allen FIFA-Teilen die schlechtesten. Ich verstehe es nicht. Die Verträge, die haben alle weg. Die kriegt man eh nicht los. Deswegen Sentinel, das können wir behalten. Dortmund-Trikot auswärts. Pö. Vertragspack. Gemischte Verträge Pack, ja. So, ich zeige euch jetzt mal meine Teams. Also das ist mein Hauptteam jetzt. Also ich habe auch ein bisschen, also ich habe schon, wie gesagt, ich habe vorhin die Bilanz gesehen, ich habe schon ein bisschen gespielt. Das ist mein Hauptteam. Das ist auch das beste Team von allen. Das andere, ja, das werde ich vielleicht mal so nebenbei oder wenn ich mal gegen Comet spiele, mal spielen, die Mannschaften. Aber das ist hier mein Hauptaugenmerk. Vorne
Timo Werner, ich spiele in 4-5-1. Dann links hat Gnabry auch richtig geil, hätte ich nicht gedacht. Ziehe sogar Coman vor, den habe ich auf der Bank sitzen. Dann habe ich Diago, Coman, sage ich schon, Tolisso, Goretzka, rechts Bellarabi, der wird bald noch Robben hinkommen. Weil Robben ist gar nicht so teuer dieses Jahr, aber nicht so schnell, habe ich so das Gefühl. Alaba, auch richtig geil, auch mit Enkel Kamisei. Süle ist auch richtig geil. Dann Jonathan Tah und rechts Kimmich. Und im Tor, wie heißt der? Ich vergesse immer, Pavlenka. Macht eigentlich, also ist jetzt nicht der beste Torhüter, ist auch verbesserungswürdig, aber da macht sein Ding eigentlich. Ja, und die Bank sieht natürlich nicht ganz so gut aus. Ja, Selke, Forsberg auch eigentlich ganz gar nicht schlecht. Coman, Wendell, Klaassen, Weiser, Diallo von Dortmund. Ja, den Rest brauche ich eigentlich gar nicht zu erwähnen. Ich gehe aber mal gleich zur nächsten Mannschaft. Und das müsste jetzt mein Premier League Team sein. Ja. Ich brauche, also hier die mit den Namen, das sind alles bis hier Aurier, den kennt man vielleicht, und Lufren. Die Rest, Stones ja vielleicht auch noch, aber den Rest ist eigentlich jetzt, sind jetzt keine namenswerte Spieler. Wie gesagt, es ist dann so, wenn ich mal gegen Kumpel spielen, wo ein paar Wons, also hier, wie nennt man das? Eintauschspieler. Noch hier. Ansonsten, ja, nicht so ganz lobenswert. Dann habe ich noch ein spanische Liga-Team. Das müsste das sein. Auch das, jetzt auch nicht so anschauenswert. Wie gesagt, das Hauptteam ist halt. Das ist meine Bundesliga-Mannschaft. Da lege ich meinen Fokus drauf. Ansonsten, ja. Der Rest lohnt sich überhaupt gar nicht, sich anzuschauen. Und mein FIFA, also meine Meinung zu FIFA 19 ist gameplay-technisch auf jeden Fall eins der besten Teile, die es gibt, finde ich. Ich finde es auch mit den Division Rivals, wie es jetzt gestaltet ist, finde ich mit am besten gemacht. Der Gedanke ist nicht schlecht. Die von den Packs, ja, das ist, wird immer mehr Abfuck. Wird immer trauriger, finde ich. Ansonsten, ich habe angefangen auch mit der Journey. Jetzt spielt man ja alle drei Charaktere, also die Tochter von Hunter, Alexander. Und Williams auf jeden Fall schick und ja, ich denke, FIFA ist auch schon lange genug draußen. Ich denke mal, auch jeder hat schon seinen eigenen Eindruck, aber ich bin auf jeden Fall begeistert von diesen FIFA bis auf den Packs. Auch eins, ja, ich habe, glaube ich, noch nie so krass FIFA gesuchtet in den ersten Monaten wie jetzt momentan. Und es macht mir auch richtig Spaß. Und ja, ich werde auch in Zukunft mehr bringen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.